Willkommen zurück hier auf unserem YouTube-Kanal bei Roofspace zu einem weiteren Teil unserer Aufbauserie. Heute zeigen wir euch den Aufbau der Lightbase von unserem kleinen Vorzelt. Seht ihr hier schon wunderschön hinter mir aufgebaut. Das Ganze bietet einen überdachten, trockenen Raum direkt vor dem Roofspace. Mein Kollege Cedric wird euch wieder die einzelnen Schritte vorführen. Viel Spaß! Als erstes packen wir natürlich das Zubehör aus der Tasche aus. In der Tasche befinden sich der Zeltstoff, die Zeltstange zum Zusammenklappen und die Heringe. Als nächstes breiten wir den Zeltstoff vor dem Roofspace aus. Hierbei darauf achten, dass der Eingang nach oben und vom Zelt weg positioniert ist. Als nächstes teilen wir den Reißverschluss des Panoramamodus. Hier können wir nun den Reißverschluss des Vorzeltes einziehen. Wir fädeln also den Reißverschluss der Lightbase in den Reißverschluss des Panoramamodus ein und ziehen ihn einmal auf die andere Seite komplett zu. Nun befestigen wir den Stoff des Vorzeltes mit den Druckknöpfen auf beiden Seiten am Roofspace 2. Als nächstes stecken wir die Zeltstange zusammen. Die meisten von euch werden es kennen von den Zelten, die man früher so benutzt hat. Wenn die Stange komplett zusammengesteckt ist, führen wir sie in den Stangenkanal ein. Hierbei ist es egal, auf welcher Seite wir anfangen. Wir schieben die Stange so weit in den Kanal, bis es nicht weitergeht, gehen dann auf die andere Seite und schieben die Stange komplett durch. Wenn die Stange gleich weit auf beiden Seiten herausguckt, biegen wir sie etwas zurück und führen die Spitze der Stange in die Stangenaufnahme, die wir am Zelt befestigt haben, ein. Wenn wir das auf beiden Seiten machen, biegt sich die Stange und so entsteht der Bogen. Als letztes müssen wir dann nur noch die Lightbase mit den mitgelieferten Heringen am Boden fixieren. Hierbei fangen wir am weitesten entfernten Punkt vom Auto an und arbeiten uns dann zum Auto, zum Roofspace 2 hin vor. Wenn das Vorzelt auf Spannung ist, sind wir bereit, es uns im Inneren gemütlich zu machen. Als letztes zeigen wir euch, wie man die Fenster öffnet, die Fenster aufrollt und natürlich auch das Zelt im Inneren der Lightbase schließen kann. Die Vorhänge werden wieder einfach per Zipper geöffnet. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, das Fenster nur teilweise zu öffnen, sodass bei Regen Licht ins Innere des Vorzelts fällt, oder eben komplett öffnen, sodass die Lightbase als Markise, Sichtschutz und Unterstand dient. Dann lässt sich natürlich auch hier der Eingang komplett öffnen und aufrollen, sodass die Lightbase eher als Markise und Sichtschutz fungiert, ihr aber trotzdem schön im Freien draußen vor eurem Zelt sitzen könnt. Und zu guter Letzt ist natürlich auch hier wieder ganz wichtig, wir können das Zelt trotz angebauter Lightbase schließen. Dies würde ich auch empfehlen, direkt nach dem Aufbau zu machen, sodass keine lästigen Fliegen oder Mücken ins Innere des Zeltes kommen können. Zum Schließen des Roofspace 2 mit angebauter Lightbase führt ihr den Reißverschluss in den zweiten Reißverschluss an der Lightbase ein und schließt ganz normal den Panoramamodus. So, das war's mit dem Aufbau unserer Lightbase. Wenn ihr noch Fragen habt, Anmerkungen, lasst sie uns in den Kommentaren da. Gerne auch mal abonnieren. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.